Hier spricht wieder Ustra und die Miu hat mit dem Mädchen geredet. Oh, sorry. Es hat sich einiges verändert. Nicht nur, dass wir wieder hier sitzen und mal wieder Blaze & Ledge spielen. Wäschel ist dabei. Hi. Und Miu ist dabei. Hallöchen. Und wir sind auch heute Stargäste, unsere eigene Show mit Facecam. Wir haben überlegt, mal gucken, wie es ankommt. Wir machen das mal eine Woche. Mit der Kamera. Und dann werden wir überlegen, ob das okay ist oder nicht. Aber wir schauen mal. Da habt ihr ein bisschen schulterfrei. Schulterfreie Haut. Mm. Und es hat sage und schreibe einer gewotet. Ja. Es ist euer Ernst. Geil, Leute. Für den alten Turm. Und da gehen wir jetzt mal hin. Quetsche ich dich ein? Nein, ist okay. Was? Nein, ist okay. Ist ja, okay, wenn du mich einquetscht. Ich liebe deine Nähe. So, wenn wir das schon vorgelesen haben. Genau, brauchen wir das jetzt nicht mehr. Gehe ich einfach mal. Und ich lasse Wäsche. Ich erinnere mich an den alten Turm. Und der war scheiße alt. Ich hasse den. Ich hau daneben. Baba. Baba, baba. Oh, Alter. Wir gehen mal hier lang. Ich hau Wäsche. Wäsche. Ah. Cool. Und du warst ein böses. Ja. Wir müssen dieses Energiefeld loswerden. Und ich weiß ungefähr noch, wie das funktioniert hat. Geh weg. Nein, lass den doch mal stehen, Kinder! Ich hasse das! Ich bin mitten in einer Erklärung und ihr macht es einfach kaputt. Und ich frage mich jedes Mal, warum ihr das tut. Warum? Wir möchten auch was tun. Ja, aber dann lasst mich doch erklären. Ja, du kannst auch weiter erklären, während wir da irgendwie... Während ihr das versucht zu behindern, was ich erkläre. Das ist schön. Hier sehen Sie eine Klapperschlange. Oh nein, sie ist gerade gestorben. Was soll das? Wo bin ich? Ist mir kacken egal. Ich nehme jetzt keine Rücksicht mehr auf euch. Tschüss. Ich auch nicht. Oh, das ist meins. Komm zurück, Fisch. Völlig egal, was ihr jetzt macht. Ich gehe meinen Weg. Ohne uns? Ja. Wir laufen dann einfach gegen diese Säule. Ohne euch. So. Mann. Wir müssen irgendwo hier hoch. Da ist es. Ehrlich mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Es sind viele einfache Dinge. Ja. Und die klappen nicht. Na, das ist ja nicht so schlimm. Das stimmt. Siehst du. Wir haben ja noch viele Abenteuer. Vielleicht werden wir besser. Wer weiß das schon. Vielleicht werden wir ruhiger. Nee, ich bin ruhig. Ich bin nicht aggressiv. Ja. Ich wollte Geduld üben. Ja, genau. Siehst du? Danke für die Erfahrung. Während Wäschel daneben gerne hilft. Jetzt kannst du nochmal erklären, komm. Nee, es hat sich erledigt. Ja, dann nehmen wir schon dann mal mit. Schiebe ich den einfach irgendwo hin. Den nehmen wir schon mal mit. Was nehmen wir mit? Den Stein. Nach unten. Wenn ihr aus dem Weg gehen würdet! Bin ich aggressiv! Ja! Ich habe auch schon minimal gespuckt. Egal. Wenigstens ist es jetzt noch Videobeweis. Wenigstens seht ihr, dass auch die Gesichtsausdrücke meiner Mitstreiterinnen in dem Fall Bände sprechen für Kompetenz. Sie sind unschuldig. Und jetzt habe ich das Cholerik. Ding. Nee. Kompetenz bei dem Ustra, wie wir sehen. Ja, weil ihr Vorlauf wie so zwei Haie. Ja. Okay. Können wir dir irgendwie helfen? Nein! Okay! Wir können einfach mal mich machen lassen. Ja, machen wir. Aber nicht mal das funktioniert hier. Was? Wir lassen dich doch. So. Oh, ich hasse dieses Rätsel, ne? Schon an sich macht mich das cholerisch, aber ihr beide. Ich schreibe immer noch an die Spitze. Wir machen gar nichts. Wäschel schweigt nur noch hier in der Mitte. Ich bin weise und schweige. Sie guckt nur noch da auf dem Bildschirm. So, reicht jetzt aber auch. Wir wenn gehen jetzt durch diese Tür. Unten ich will nie wieder davon irgendwas hören. Nie wieder. Wovon? Von eurer Inkompetenz. Aber das ist nicht schlimm. Fass diesen Stein an und deine Zahnbürste greift morgen echt voll ins Leere. Meine Zahnbürste? Deine Zahnbürste. Oh, das ist aber gemein. Ich hau sie alle. Ich freue mich, wenn ihr jemanden von noch mehr, ich will zurück. Bin begeistert. Ich kann ja auch mal auf den Po hauen. Das ist schön. Oder auch nicht. Auch darüber freue ich mich sehr. Wir haben jetzt lange gewartet auf diese Folge. Blaze & Blade. Sehr lange. Für euch war es letzte Woche. Wir haben aber davor schon Pre aufgenommen. Man kann es ja mal so verraten. Weil wir... Warum haben wir nochmal Pre aufgenommen? Weil wir es können. Nein. Nein. Sondern? Weil Wäschel Geburtstag hatte. Oh, hier. Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist ja, ja nicht so schlimm. Hier ist ein Rad drehen. Danke.
vielleicht auch am Rad drehen. Siehst du, weise. Ich drehe es einfach. Ich drehe es einfach mal. Von nahem hörst du ein Geräusch, ja. Auf der Tafel steht etwas. Vorsicht beim Öffnen der Fenster. Achte beim Öffnen der Fenster darauf, dass du nicht direkt von dem magischen Kraftfeld aus gehendem Licht getroffen wirst. So ist es nämlich. Verstehe ich nicht. Magisches Licht ist gefährlich. Es ist magisch. Es ist nicht umsonst magisch. Ja, hättest du den nicht töten können? Ich meine, was ist dein Problem? So, auf geht's. Er hat nämlich noch getroffen. Ja, ich meine dich. Mich kann man nicht meinen. Ich bin immer nett und lieb und zuvorkommend. Wir gehen da lang. Cholerisch. Ich bin nicht cholerisch. Ich bin einzigartig. Wunderschön. Auch. Und ich weiß gar nicht, warum wir in diesem Turm sind. Achso, warte doch, mal. Stopp, eine halt. Stimme hat gesagt, wir sollen. Warte mal, wir haben schon einen Teil der Tafel. Und uns fehlen weitere 2, 4, 6, 8 Stück. Ja. Um Tafel der Weisen, hey, die gehört dir. Die Tafel voll zu machen. Und dieses Eigenlob war so unnötig. Ich wollte schreiben. Ja, das ist unser Auftrag. Unser Bildungsauftrag. Wir müssen diese Tafel vervollständigen. Aua! Da ist ein Blitz in meinen Kopf eingeschlagen. Nicht ganz. Es sah so aus. Warum könnt ihr euch bei dieser Folge nicht konzentrieren? Liegt das an der Kamera? Ihr wisst ja, wenn ihr in die Kamera gucken wollt, wo ihr hingucken müsst, oder? Ich guck gar nicht nämlich. Warum guckt ihr nicht in die Kamera? Das ist unhöflich, unsere Zuschauer. Ich guck jetzt in die Kamera. Ich guck auch in die Kamera. Aua! Sehr schön. Während ich von hinten genommen werde, was ist denn das schon wieder? Hier, die Wäsche passt gar nicht auf die Kamera. So, jetzt müssen wir diese Kristalle. Ich hab in die Kamera geguckt. Ich hab nichts dafür. Ich bin Fotograf. Ja. Was du kannst, kann ich schon lange. Wolltest du irgendwas dazu sagen? Hör mir das Pfoten weg! Miu. Das ist deine einzige Aufgabe. Du sollst die Finger davon lassen. Okay. Und ich möchte gerne, dass du das wiederholst. Ich möchte, dass du die Finger davon lässt. Ich liebe meine Leute. So. Genau, so warum bin ich da runter? Ihr müsst oben bleiben, ihr müsst oben bleiben, okay. Ihr müsst da auf diese Plattform springen, aha, die sich leicht bewegt. Das schaffen wir. Ja, du musst erstmal gucken. Du hast kein dreidimensionales räumliches Denken oder so, ne? Ich weiß. Nö. So, jetzt musst du beide Dinge runterschieben. Kannst du das? Schaffst Fass du das? Fass das nicht an. Sie darf das anfassen. Nur du nicht. Oh. Ihr müsst ein bisschen weiter. Ich bin darunter. Bitteschön. Fass das nicht an, habe ich dir gesagt. Aber es ist auf meinen Kopf gefallen. Passiert. Ich glaube, jetzt schieben wir das gleich in Richtung ins Licht. Wo ist das Licht? Das Licht ist auf der anderen Seite. Das Licht ist am Ende. Das Licht ist am Ende des Tunnels. Oh, okay. Ich schiebe. Das ist das Licht. Oh, das ist Licht. Mein Pfeil. Das ist genau so. Stopp. Das ist so leuchtet so krass. Genau. Ja, hab ich doch gemacht. Das ist den krassen Leuchten. Ich durfte es anfassen. Ja, aber nur dieses eine Mal. Und nur weil ich das nicht alleine mache. Und nur damit man nicht mir nachsagt, dass ich ein böser Mann bin. Ich bin kein böser Mann. Ist nicht schlimm. Ostra ist ein böser Mann. Nein, er ist Waldläufer, er kann nichts dafür. Was machst du? Das war ein. Sie hat dir gesagt. Profi-Typ, so, er ist schon ein bisschen größer. Mein Ego. Profi-Typ, böser Mann an sich. Sind das 50 Zentimeter? Ja. So, haben wir das noch hinter uns. Jetzt haben wir eben nochmal die Kamera klären. Kannst du die nicht einfach töten, bevor sie mich treffen? Moment. Okay, also die Lichtschranken sind noch nicht auf. Wir müssen also nochmal in die komplett andere Richtung und. Was? Hast du gepopelt? Ja, meine Nase gibt. Was sah nach Popel aus? Soll ich popeln? Mit beiden Daumen. Wir haben schon festgestellt, mein Mittelfinger kann das auch. Gut. Wenn das ja nicht so chaotisch mit euch beiden wäre, wären wir schon lange hier fertig. Aber ich sag's nicht. Ist ja nicht so schlimm. Ich hab es schon gesagt. Ich halte mich zurück. Was? Alles ist okay. Du sagst es ständig. Die schäumende Wut. Du willst uns gar nicht. Du liebst uns nicht mehr. Kartoffel. So. Moment, jetzt müssen wir darüber. Wir müssen denken. Tötet es, bevor es mich angreift. Wir müssen denken wie Profis. Okay, wir gehen jetzt rechts. Warte doch erstmal. Blau. Auf die Miu. Hä? Was? Ich bin doch. Hä? Nein, auf die Wäsche. Achso. Ist ja das gleiche. Ja. Es sind beides. Darf ich den runterschieben? Ja. Und auch wieder ins Licht. Wäsche kann uns Feuerschutz geben. Okay. Irgendwohin. Yay. Wäsche gibt uns aber nicht Feuerschutz. Ich sag dir das nur. Guck, ich wurde getroffen. Der wird mich hauen. Wäschel ist unfähig, jemanden zu töten. Ich schlafe. Wie? Mitten in so einer Situation fängst du an zu schlafen? Ich war müde. 8 Kristalle, umgeben von einem Lichtstrahl. Wow. Wow, das ist so episch. Wach auf, Wäschel, wach auf. Wäschel, böses wach Mädchen, auf. Los. Wir müssen jetzt wieder zurück, wie wir bekommen. Dies ist deine. Ich guck mal eben auf die Karte. Schlafe. So, ich denke nämlich, wir müssen
Ich weiß nicht mehr, welchen von den Portalen wir nehmen müssen. Ich glaube, wir müssen es an der Eingangshalle nehmen. Wir versuchen das gleich mal. Sie wacht jetzt auf! Wacht auf! Wir sollten sie einfach töten. Sie geht, lass uns einfach gehen, komm. Egal. Naja, okay. Wenn die Zeit gekommen ist, wird sie schon... Haha! Oh. Ha. Zieh! Mew, zieh! Ich schaff das! She-Hulk strikes again. Okay, du bist wach. Den Rest kann sie alleine laufen. Also, meine Schwerthiebe sollten ihr genügend angetan haben. Ja, dann wäre ich auch liegen geblieben. Das kann ja nicht so wehtun. So. Ihr habt wenigstens alles vernünftige Items. Ich renne hier noch in Lederrüstchen rum. In Lederrüstchen. Das ist nicht schlimm. Ihr habt alle tolle Sachen. Das Einzige tolle, was ich... Ja, du hast auch alles toll. Echt? Das Einzige, was ich toll habe, ist mein Bogen. Hm. Wir müssen schon hier nach links, glaube ich. Ich bin links, wenn du das links meinst. Ja, ich meine das links da, wo der Lichtstrahl ist. Nicht mehr ist, genau. Genau hier müssen wir hin. Siehst du, ich bin der Vorreiter allem. Übelst. Das haben wir gut gemacht. In 10 Minuten ist das ist schon fast neuer Rekord für uns. Ich hoffe, wir kommen jetzt am richtigen Ort raus. Wahrscheinlich nicht. Sonst müssen wir die Scheiße nochmal machen. Just saying. Ein fetter Zwerg. Und die ist so episch. Ah, wir sind richtig. Der alte Turm, erster Stock, Damenunterwäsche und mehr. Dieser BH ist wunderschön. Ich nehme wir können speichern. Oh mein Gott. Sollen wir das jetzt machen oder später? Wir speichern. Echt? Ja. Okay, ich speichere. Weil das immer so ewig und 3 Tage dauert. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir sind voll unterhalten mit Facecam. Ihr seid unterhalten. Ihr regt mich nur auf und man sieht meine schäumende Wut vor laufender Kamera. Meine Schulter. Ich meine, wie können wir dich aufregen? Steve, du regst dich selbst auf. Nein. Doch, egal was ich jetzt sagen würde, ich würde mich nur aufregen. Siehst du? Das Gesicht liegt nicht an mir. Natürlich nicht. Wäschel möchte einfach Pornodarstellerin werden. Ich weiß es noch nicht. Nee, sie denkt einfach nur an ihre Affenschaukel. Naja, egal. Passt schon. Ist okay. Boah. Wir schaffen das. Wir haben auch gleich gespeichert. Ja, wir haben im Moment immer noch. Wir haben im Moment auch nur einen einzigen Anwärter für die Stelle als freien Abenteurer. Und zwar den Jared. Wenn ihr auch noch Interesse daran habt, dann sagt uns doch eure Klasse und euer Geschlecht und was alles sonst noch dazu gehört. Ihr habt ja die Charakterkreation im ersten Teil gesehen. Dann könnt ihr gerne mitmachen. Und wir ignorieren einfach tödliche Fallen. Also, so tödlich sieht es doch gar nicht aus. Wenn man ganz ehrlich ist. Oh, es will mich akne. Was? Es will dich akne. Es will dich akne. Haben wir alle Magier besiegt? Das ist doch das Wichtigste. Niemand besiegt die Magier. Ich hab die Magier besiegt. Und die Blobs. Die Blobs müssen wir auch besiegen. Ich stehe hier, in Mitte. Weiter! Oh, links, rechts, geradeaus. Okay. Du bist im Labyrinth. Na, aua. Der Träume. Okay, an dem mach ich keinen Schaden. Ich muss nochmal eben. Ich bin gerade mitten in der Dingens und werde gleich gekillt wegen dir. Hey, das ist im Raum. Wir müssen zurück. Ah, nein! Lass mich nicht. Ah! Wir müssen mal eben hier rein. Da ist ein Raum. Da ist ein Raum, den ich noch nicht gesehen habe. Und den möchte ich gerne einmal inspizieren. Wegen dir bin ich in diese Falle gelaufen. Und diesen Raum brauchen wir auch. Auf dem Schild steht etwas. Ach, wirklich? Brückenschalter D. Wenn alle 4 Schalter auf dieser Etage aktiviert sind, wird eine Brücke zum Teleporter installiert. Ich möchte ja nicht teleporten. Das ist nicht, die wird nicht hochgezogen und sonst was, die wird gebaut. Wenn alle 4 Schalter da sind. Hab verstanden, Meister. So, und jetzt wieder zack durch die Fallen durch. Sehr gut. Das haben wir ja fast. Du wurdest einmal zerteilt, ne? Also. Ich wurde nicht zerteilt, ich wurde angehittet. Ja, also zerteilt. Meine Schulter fucking, wurde gestreift. Das ist eine fucking Guillotine. Du willst ja wohl zerteilt werden. Mein Oberteil wurde zerfetzt. Das ist okay. Das ist jetzt oben ohne da. Oh. Ich wusste, meine Mitstreiter. So, leider haben wir jetzt keine Elfe mit, weil hier könnte man das ein oder andere Rätselchen schon mal lösen mit einer Elfe. Tja, warum ist Wäschel keine Elfe? Das ist eine gute Frage. Ja, frag doch mal Wäschel, warum sie keine Elfe ist. Ist noch ein Schalter, den besorge ich mal eben. Ich bin zu cool für eine Elfe. Ist das dein einziger Kommentar? Ja. Möchtest du dich sonst zu diesem Thema irgendwie äußern? Nein. So, das ist du keine Elfe? Das ist der tödliche. Hä? Warum spielst du keine Elfe? Na klar, ein Elfe und ein Magier. Ja. Ach, ich weiß nicht, weil du ein Magier spielst, erstens das und dann Ustra immer ausrastet. Und zweitens weiß ich gar nicht wirklich, was eine Elfe macht, außer hinterherfliegen und dann über irgendwas. Ja, die das kann, ist eine Fee. Das ist eine Verstärkung. Ja, genau, das ist eine Fee. Die Elfe ist halb Krieger. Halb Magier. Halb Magier. Oh, ich will eine Elfe spielen. Das ist ein bisschen spät für solche Einfälle. Wäschel hat mich auf die Idee gebracht.
So, ja, sehr gut. Können wir weitergehen? Ja, kann man. Ich möchte erst töten. Ungerne zerquetscht werden. Die Tür geht nicht auf. Okay, ja, müssen wir vielleicht noch den einen oder anderen Feind besiegen. Was ist vielleicht diesen Feind. Kommst du? Was ist mit dem Block? Ja, den Block müssen wir töten. Okay, der Block möchte aber von mir das Wäsche, ja, weil der ist nahkampfimmun, wenn er grün ist. Das musst du dir auch erklären. Das erklärt mir ja sonst keiner. Das habe ich dir doch gerade erklärt. Ja, jetzt gerade. Ja, reicht doch auch. Ich mach die bla bla bla. Das Wichtigste ist die Magierzahl, die den der vorne interessieren kann. Aber zum Glück bin ich der beste Bogenschütze im Land. Macht euch keine Sorgen. Feuer. Feuer. Und wenn man in Flammen steht, macht es sogar Schaden, also wenn die Lampe reingeht. Echt? Ja, klar. Da war doch kein. Lügst. Wenn du drauf kommst? Hab ich auch gemerkt. Ich hab irgendwie Schaden. Die Spott, weißt du? Du kannst dich gar nicht auf die Kerze setzen. Möchtest du verbrennen oder möchtest du mitkommen? Das soll dir schon so richtig viel Leben. Wo hast du denn das ganze Leben her, sag ich? Aus der Kerze. Du hast sowieso viel Leben, Mio, aber das ist ja auch klar. Das ist auch deine Aufgabe als Krieger. Ja. Aber Wäschler hat nicht schlecht wenig Leben. Ach, das ist Magier. Sie zaubert sich das Leben an. Bibbidi-babbidi-bu. Bibbidi-babbidi-bu. Das Schöne ist, ihr habt noch keine Themen, über die man reden könnte, ne? Steht ihr nur? Warum? Ich rede die ganze Links, Zeit. Nee, das tut die Wäschel, du. Nö. Das lasse ich mir gar nicht anhaften. Ja, hättest du mir jetzt Gesicht geschlagen, Herz, jetzt. Wir müssen erst da rein. Oh, das ist eine Tür für einen Dieb. Oh nein, hätten wir bloß einen Dieb in dieser Gruppe. Oh, ja. Hätten los, Magier, zauber einen Dieb. Hätte Fahrradkette. Echt, wir müssen alles mitnehmen. Ein Dieb und Priester, Magier. Wir dürfen ja nicht, die Gruppe ist ja zu klein. Ja. Deswegen macht man ja sich eigentlich alle Charaktere, auch wenn das nicht funktioniert wegen Memory Card Platz, weil man ja 4 Memory Cards braucht, um alle Charaktere zu machen. Ich bin ein dummer Krieger und laufe gegen die Wand. Das merke ich. Aber danke für diese. Es hat Spaß gemacht. Wow, überall Feuer, Hilfe! Ha! Panik! Ha! Feuer! Ha! Panik! Okay. Ich wäre einfach weitergegangen, aber ihr wolltet nicht. Ich habe das Gefühl, mich heilen zu müssen. So, da sind die Brücken doch auch auf. Oh mein Gott, ich bin ein Zauberer. Und ich weiß jetzt nicht, was passiert. Eventuell dürfen wir nicht sterben. Okay. Wir gucken gerade mal. Alles ist okay. Sag, das ist der Wäschel. Ja, es gibt ja 2 verschiedene Türme. Und eine der Türme, da müsste so eine Brücke sein. Mit zum Arschloch. Was? Und da dürfen wir dann halt nicht sterben. Wer will denn da auch sterben? Ich sag's euch nur, weil ihr das letzte Mal auch nicht hingekriegt habt, wo wir das noch gespielt haben, ohne das an die Öffentlichkeit zu geben. Wo wir es nicht durchgespielt haben. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass wir überhaupt mal gespielt haben. Nee, wo jede 5 Minuten die Haarfarbe gewechselt wurde, nicht jede 5 Folgen. Daran erinnere ich mich. Ich erinnere das nicht mehr. Au! Du hast mir wehgetan! Wieso treffe ich den nicht? Außerdem, jeder, der eine Idee hat, wie das hier funktioniert. Ja, das ist jetzt, glaube ich, gleich. Ja, das ist. Der stopp, das ist das, was ich meine. Oh, was? Nein, hier gibt's doch gleich einen Raum. Da ist doch diese Kiste. Ach du Scheiße. Da ist doch diese Kiste geschützt von den von diesem Energiefeld. Das zeige ich gleich nochmal visuell. Das zeige ich euch gleich nochmal. Den Raum zeige ich euch jetzt. Okay. Wer weiß, wie das funktioniert und wie man diese Barriere aufheben kann, der soll uns das bitte sagen, weil ich habe da keine Ahnung von, das habe ich nie rausgefunden. Und ihr wisst, glaube ich, auch, was ich meine. Nee, ich weiß es nicht. Internet? Das hier. Ach, das! Eine sehr robuste magische Barriere. Darf ich auch nochmal dran? Nee, ist es nicht. Eine magische Barriere kann ich nicht überwinden. Ich bin halt eigenwillig. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Also ich kann hier weder irgendwie. Oh mein Gott! Ich bin so schlau! Und jetzt? Ah, man muss sich beeilen, glaube ich. Warte mal. Eins. Ja, okay, warte. Zwei. Ah, warte, stopp. Wir warten, bis alles wieder an ist. Ihr macht jetzt eure. Ja. Jetzt. Wir brauchen eure Hilfe nicht mehr, dankeschön. Ist das nicht für Mana regenerieren? Das ist Mana regenerieren, ja. Oh, will ich nicht. Nice! Nice to one! Dankeschön für die vielen Kommentare, die vielleicht aufgekommen sind. Wir hatten das nie probiert. Nö. Nie. Ich mach schon. Sonst springen wir auf alles und jetzt. Ja, irgendwie. Sonst springe ich einfach auf alles, was
zwei Beine hat und... Hä? Das habe ich nicht gesagt. Ja, super. Geil. Endlich mal. Und es hat sich auch gelohnt. Und ich glaube, du kannst jetzt richtig fett Mana regenerieren. Ja. Ist das echt dein das Ernst? Das ist der Sound, wenn ich Mana regeneriere. So kommt ihr Mana wieder. So greife ich auch immer an. Nein, so greifst du nicht. Jeder hat hier seinen eigenen Ton. Okay. Nicht diesen Ton. Okay. Sehr gut. Na. Der lebt immer noch. Mau. Ich dachte, du regenerierst doch keinen Mana. Ich will auch einen coolen Ton. Ach doch, braucht immer 10 sogar gleich. Nicht schlecht. So, und hier, wir rennen einfach bis zum Ende durch. Okay. Ich will in die Spitzen springen, verdammt. Versucht's einfach. Lauft. Lauf. Danke, Mio, du hast es schon mal nicht geschafft, weil links, rechts springen ist nicht geradeaus laufen. Ich bin gelaufen. Wach, schreist denn du so rum? So, jetzt müssen wir den erledigen. Und ihr merkt, er will uns runterdrücken. Das ist ein Arsch. Was ist denn das wirklich? Ein Steinklotz? Nee, das ist so ein Arsch. Roboter. Boah, das nervt. Soll ich dich zaubern lassen, lieber gegen den? Was? Zauber mal. Du machst mehr Schaden, mach du. Ich mach nur 7 Damage. Special, ist ja nicht egal. Nein, brauchst nicht. Sieht man von dem keinen Lebensbalken? Ja, wenn du die richtigen. Du kannst dir so Items kaufen. Dann kannst du die Lebensbalken sehen. Ach so. Komm, mach ihn kaputt. Oh, er will uns da runterwerfen. Er will uns da runterwerfen! Special! Spätestens mal mein Mana, Mann. Hätte er mich runtergeschmissen. Er macht böse! Aua! Warte eben auf deinen Mana, warte auf deinen Mana. Ich mach schon. Ja! Sehr gut. Okay. Ich bin stolz auf euch. Hab ich nicht. So, jetzt gibt's hier nämlich mehrere Teleporter. Ich möchte den links nehmen. Das kriegt man sonst nur mit einer Krieger, mit einem Links auf. Seht ihr ja unten. Mit einem Dieb. Und deswegen haben wir es sehr gut gemacht. Und ja, entscheidet euch für einen. Ich gehe einfach mit. Ich möchte den oder? Ja, machen wir. Oder wir machen jedem eine Folgenpause. Das geht auch. Und dann entscheiden wir uns in der nächsten Folge. Ist ein super Cliffhanger. Dann schalten Leute wieder ein, weißt du? Es gibt Einschaltquote. Okay, wir haben uns noch nicht entschieden, wo wir hin möchten. Wir haben uns noch nicht entschieden, wo wir hin möchten. Nö. Das seht ihr also in der nächsten Folge von Blaze & Blade. Bis dahin. Tschüss.